Ja, wenn man im Schwäbischen, oder da muss man ja hier nicht weit fahren, in der Kraichgau hinere, dann ist man ja schon bei Nittlingen schon drin. Nach einem Weg fragt, bei einer Lesung zum Beispiel, da sagen die Leute halt da Hannenum. Das soll man dann, also ich kann es noch einigermaßen, wenn es von Gesten unterstützt wird, verstehe. Aber ein schriftsprachlicher Mensch, der kann damit eigentlich nichts anfangen und man möchte es eigentlich auch gar nicht schreiben. Wenn man an der Schreibmaschine oder am Computer sitzt und man möchte schreiben, da Hannenum, kommt einem das fast wie eine Fremdsprache vor. Zum Clubhaus vom Rot-Weiß wollen Sie, das kann ich Ihnen einfach erklären, folgendes: Sie fahren durch Hannenum. Oder besser vielleicht, warten Sie mal, dort Hannenüber. Das heißt, der kürzeste Weg wäre natürlich, jetzt passen Sie mal auf. Sie drehen rum und fahren zurück, wo Sie herkommen sind. Also zum Ortseingang, von hier aus gesehen, ist das jetzt natürlich der Ortsausgang. Beim ersten Haus, besser gesagt beim letzten Haus, also immer von hier aus gesehen, biegen Sie dann rechts, also praktisch links ab. Es geht über ein kleines Betonstreif, das ist eigentlich nur für Landwirtschaft zugelassen, aber das macht nichts in unserer Gegend. Dann kommen Sie automatisch am Doblerschoss, sein großes Dickrübenfeld vorbei und dann. Aber Sie kennen sich nicht aus, gell? Ja, dann geht's nicht. Dann geht's nicht, das wäre halt der kürzeste Weg gewesen, nicht? Also gut, wir gehen auf Nummer sicher, geben Sie mal acht, ganz einfach folgendes. Sie drehen jetzt nicht rum. Sie fahren nicht durch Hannenum und dann nicht Hannenüber. Sie fahren dorthin unten. Gucken Sie. Sehen Sie, dort wo eben das Lieferwägele, ei, oh, jetzt biegt das nicht, ei. Also dort, wo das eben nicht eingebogen ist, dort biege Sie aber ei und dann halten Sie sich immer geradeaus. Immer geradeaus an der Schule aus, lassen Sie links liegen, rechte Hand kommt Mehrzweckhalt, dann Kläranlage. Interessiert Sie alles nicht, Sie fahren geradeaus. Sie biegen praktisch nie mehr ab. Erst dort, wo es aussieht, als käme jetzt gar nichts mehr beim Bauplatz vom Kreuzinger. Aber Sie kennen sich ja überhaupt nicht aus, Sie. Eieiei, das ist aber ein Problem. Ja, waren Sie noch gar nie in unserer Gegend? Sie, da muss ich überlegen, dass ich Ihnen was Falsches sage. Jetzt habe ich es, alles klar, folgendes, ganz einfach. Sie fahren doch gleich nach Hannenum. Ja, und dann frage Sie halt vorsichtshalber noch einmal. Wo das Clubhaus ist, kann Ihnen hier jedes Kind erklären. Danke. Merci, danke.